Liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Nightmare House 2. Diesmal wirklich Nightmare House 2, nicht mehr Nightmare House 1. Was war das? Ich. Der war gerade eben noch nicht da. Ich denke es zumindest. Oh mein Gott. Who's behind the mask? So. Ja, wir dachten, wir bringen mal was Witziges mit ein. Witzig. Der letzte Spaß, bevor wir uns der richtigen Kacke angehen. Ich hoffe, Candy ist gut zu sehen da hinten. Hallo! Ah, ich denke mal, aber ich drehe mal das Mic zum Wissen. Hallo nicht mehr gebracht habe. Ich glaube, ich müsste mich mal anders hinsetzen. Für Sicherheit wäre es vielleicht ein bisschen besser. Sollen wir jetzt Spiel laden oder neues Spiel? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Neues, oder? Oder ging es weiter? Nee. Es ging sofort weiter, ja. Echt? Ja. Mach Spiel laden, komm! Es ging sofort weiter, aber ich glaube, ich gehe auf neues Spiel. Und hey, ich hatte ja gesagt, Spielstände, wo ich die Folge benannt habe. Nein, es sind keine Spielstände. Hier steht extra noch drauf, Nightmare House, Prolog. Dann kommt hier Nightmare House 2, Chapter 1, Rebirth. Und dann Nightmare House 2, Chapter 2. Also das sind sozusagen die drei Spiele, die mit dieser kostenlosen Half-Life-Mod vorhanden sind. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in Chapter 1. Lass mich nochmal einen Schluck trinken. Wenn ich das trinken fände. Das war der erste Angstschiss. Ah. Gutes Energy. Übrigens, die Kamera blendet wieder. Ich grüße meine Freunde. Welche? Weiß ich nicht. Egal. Wir starten Nightmare House 2. Dem Laden. Nach dem Ladebildschirm. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Belegen dich, du Ladebildschirm. Ich habe das eine Auge jetzt zu, damit ich das Licht von der Kamera nicht ins Auge kriege. Ah! Boah, ich habe voll den Ohrwurm. Vielleicht hilft mir das ja nicht, so ganz so Schiss zu haben. Und so. Kennt ihr bestimmt alle, zumindest alle, die auf YouTube aktiv sind. Look at my horse is amazing. Herr Matowski presents. A single player mod for Half-Life 2 episode 2. Same as it always was, isn't it? The mind just keeps sending you back again. It's interesting how you can find comfort in any familiar situation. Even a familiar nightmare. Wake up. It's time for the real nightmare to begin. Nightmare House 2. Wo bin ich? Ich bin sie getroffen letzte Nacht. Was mache ich hier? Und da sind wir auch schon direkt im Spiel geschehen. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Und, ja. Wir sind hier, wie es aussieht, in der Gummizelle. Mit harten Boden. Ist eher so ein Dämmraum, ne? Dass man keine Schreie von draußen hört. Von drin. Also die draußen hört nichts. Ja, ja, meine ich ja. Oh, da leckte das gerade. Hoffentlich kann ich Chapter 1. Rebirth. Harry, Isaac, Jeffrey, Christopher, Grossmarine, Grossname, keine Ahnung, Jones und Pietro. David Klingery, Daniel McRae, Jorva Kulux. Haben wir das Spiel schon durch oder warum kommen jetzt schon je? Ja. Ach du Heilige. Gab es hier irgendwie auch eine Taschenlampe? Oder findet man die hier noch? Boah, ey, jetzt muss ich erst irgendwann die Lenkung wieder reinfinden oder was? Optionen. Spielen wir auf einfach? Ja. Wir spielen auf einfach. Anwenden, Tastatur. Und irgendwie ist das gerade übertrieben laut an den Ohren. Mmh.
Taschenlampe, 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 E. Ah, okay. Spiel fortsetzen. Aber warum habe ich das Gefühl, das leckt so, obwohl ich 20 Frames habe, verdammt. Irgendwas haut hier gerade vollkommen nicht hin. Egal. Es sind noch mehr von diesen Gummizellen hier. Hm. Security alert. Area under lockdown. Please remain calm and wait for further assistance. Ich will aber nicht warten. Obwohl, eine gute Idee, wir warten, bis das Spiel vorbei ist. Oh, ich laufe doch jetzt nicht dieser Tosse hinterher, ey. Boah. Fängt ja schon super an, das Game. Und irgendwie habe ich gerade spastische Bewegungen mit meinem Kopf hoch und runter necken beim Laufen. Blut. Kommen wir hier durch? Leider ja. Ich gehe wieder in die Gummizelle, ja? Da habe ich mich wohler gefühlt. Ich will Taschenlampe haben, verdammt. Taschenlampe. Müssen wir hier irgendwas drücken? Oh. Ach ja, das ist ja Half-Life. Ah. Security alert rescinded. Lockdown removed. Okay, wir können wieder zurück. Hast du auch so ein Knacken auf dem Ohr? Hello? Can you hear me? Yes. Yes, I'm talking to you and to you. Look, if you want to get out of here, then do exactly as I say. I know you have a lot of questions, but for now it's absolutely vital that you get here as quickly as you can. First, we're going to need to get you armed. Head to the cafeteria, then to the kitchen. You'll find a surprise waiting for you there. You'll need it. Okay. Yes. Wo? Genau wo? Wo war sie? Die Tür ist zu. Ja, dieses Knacken nervt mich aber irgendwie. Ja, und da wir jetzt in Nightmare House 2 sind, das kann ich jetzt schon mal ansagen, es wird länger laufen als Nightmare House 1, definitiv. Ich werde auch keine 40-Minuten-Folge hochladen. Es werden alles 15-Minuten-Folgen sein und einmal die Woche, denke ich mal, oder vielleicht zweimal die Woche, wird eine Folge hochkommen. Ja. Nightmare House 2 ist auf jeden Fall länger als Nightmare House 1. Wie gesagt, ich habe die Let's Plays selber schon mal bei jemand anders gesehen. Aber das ist wirklich im Vergleich zum Spielen gar nichts. Dieses Laggen, das geht mir echt tierisch auf den Sack. Hier drin hatte ich gerade wieder gute Frames. Das ist nicht normal. Ich glaube, ich unterbreche die Aufnahme gleich nochmal. Vielleicht hilft es, ja. Wir spielen jetzt erstmal nochmal ein bisschen weiter. Vielleicht, dass wir eine Folge damit... Mama! ...haben. Wir können da war gerade eben noch der Macke. Stimmt. God damn it. Gibt's hier einen Quicksave? Wie war das nochmal? F5? Weiß ich nicht. Ich guck nochmal nach. Sorry, so viel Zeit muss sein. Tastatur. Bla 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 blub. Bla blub. Ah ne, ja, doch. Ist doch, glaube ich, Tastatur, ne? Da. Ja. Schnell speichern. F6. F6. Und schnell laden ist F9. Okay. F6. Ich glaube, das werden wir noch ein paar Mal öfters machen. Security alert. Patient leaving cell block without escort. Security and medical staff proceed to the cell detention area immediately. Ich bin kein Patient, du Patient. Ich soll jetzt in die Cafeteria. Er hat ein Geschenk für uns dahinterlassen, so wie ich das jetzt verstanden habe, ne? Toilette. Ich habe auch keine Waffen, also eigentlich dürfte jetzt noch nichts passieren. Oh, der hat ordentlich abgeschissen. Es tat, glaube ich, weh, also nur noch seine Schuhe sind übergeblieben. Oder sind wir hier im Darm-WC?
könnte sein, dass die Tage da waren. Weil Blut, Alter. Hier laufe ich doch nicht freiwillig rum. Echt so. Gott, Gänsehaut läuft durch. Ja, das sieht nach Cafeteria aus, ne? Wir gucken erstmal hier hin. Wenn man gefangen wird und so, hat man ja keine Wahl, ne? Ja, okay, aber... Das sieht ziemlich zerstört aus. Wie lange sind wir denn schon hier, sagen wir mal? Quick save. Tür ist zu. Dann ist denn doch die Tür, wa? Quick save. Cafeteria. Vielleicht kommt Michael Jackson und kommt Beatle. Nee, they don't really care about us. Das sieht aber nicht schön aus da drin. Ich will da nicht rein. Vor allem nicht mit dieser ruckelnden Framerate, verdammt. Also ich habe eigentlich eine gute Frame gerade, aber irgendwie hakt das Game. Vielleicht mal kann ich in den Optionen eine Grafikeinstellung ändern. Dann kann es sein, dass sogar die Aufnahme gerade einmal abschmiert. Auflösung ist voll, Breite ist voll, Helligkeit, ja, vor die Schritten. Hoch, hoch, hoch. Wahrscheinlich liegt es daran. Sichtbarer Bereich. Was ist das denn? Ja, das finde ich schon ganz gut so. Bewegungsschärfe deaktiviert. Anti-Aliasierung, gar keine. Ich würde sagen, das geht alles eigentlich so, ne? Boah. Frage ist, warum ruckelt das denn hier so alles? Hm, egal. Das sieht definitiv nach einer Cafeteria aus und ich habe keine Ahnung. Ich lade erstmal die Taschenlampe auf und kack mir in die Hosen jetzt schon. Don't turn around. Ich habe mich umgedreht. Bin ich jetzt tot? Puh. Okay. Oh. Ah, das ist unser Geschenk. Ja, aber warum hat er es gerade ausgerechnet in einer Leiche gegeben? Ich weiß, dass du aufstehst. Die Tür ist zu. Das heißt, ich drehe mich um und das Ding steht auf. Wir kennen euch, euresgleichen schon. Ja. Ja! Aber wie plötzlich? Stirb, du Drecksack! Digga, wie kann er so schnell aufstehen? Penner! 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 Ich wohl an den Scherbenboden. Ha. Penner, 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 Penner. Oh. Kann ich den Haken mitnehmen? Wäre vielleicht ein bisschen angenehmer. Fällt durch. Hm. Ey, kann man die öffnen? Für was zu essen. Oh, Alter, schon den ersten Schocker. Irgendwie noch mal mit der Teekanne und mit der Bratpfanne. Du! Dreckiger! Alter! Penner! Warum fällt alles durch ihn durch? Naja. Oh, ich will da jetzt nicht raus. Kann ich mich hier irgendwie aufmachen? Quick save! Ist dunkel. War das gerade eben auch schon so dunkel? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Oh, da lief sie, da lief Simone. Sie. Soll ich jetzt da hinterher oder soll ich da die Tür? Nee, da hinterher. Ich soll da die Tür. Danke, Spiel, dass du mir die Entscheidung abnimmst. Oh, fuck, ich will da jetzt nicht hinlaufen. Ich versuch's jetzt. Das ist aber nett. Naja, wenigstens ist das Service hier drin, ne? Quick save. Da wird nichts sein. Wo ist sie denn hingelaufen, verdammt? Da. Oh, dieses Rauschen, das geht mir echt tierisch auf den Sack. Ich wette, sie ist links. Oder auch nicht. Huch. Ah, oh, scheiße. Oh. Ich will wieder meine Zelle zurück. Da kommt bestimmt irgendwas. Ja. Boah, jetzt darf ich jedes...
Ah, okay. Yeah. Also, speichern ist mein Freund. Hier kann einfach nichts, nicht sein. Oh, Medikit. I see you found my axe. God knows how it found its way out here, but you should consider it a blessing. You have no idea how much you're going to need it. Things have gotten pretty ugly here. I wish we could continue this pleasant conversation, but you better keep moving. I'm unlocking the doors for you. Oh, danke. Jetzt kommt mir nur eine Frage vor auf. Wie kannst du sehen, dass ich deine Axt habe? Dreh ich mal um. Hoch. Da ist eine Kamera. Ah, okay. Hallo. Hi. Bin ich jetzt im Fernsehen? Oh Gott, ey. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper.